Wie verkauft man eine gewöhnliche Wasserwaage? Man muss sie nur verkleinern, mit Magneten ausstatten und schon kann man Profi-Qualität im Mini-Format für 24 Euro anbieten. Versprochen werden seltene Erdenmagnete, die fünfmal stärker sind als herkömmliche Magnete und eine Genauigkeit von plus minus 1 mm pro Meter. Die Wasserwaage ist 7 cm lang, sodass sie auch bei eingeschränkter Manövrierfähigkeit sehr praktisch ist. Sie kann an einem Gürtel oder an einer Arbeitsweste getragen werden. Dies ist ein Rohrschneider für alle gängigen Hausabwasserrohre aus Kunststoff. In diesem Bereich gibt es viel zu tun. Allein die USA exportieren in den ersten 10 Monaten des Jahres 2021 rund 76.000 Tonnen Kunststoffrohre. Der Rohrschneider ist für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm und einer Wandstärke bis zu 2,4 mm geeignet. Die werkzeuglos wechselbare Wendeklinge ist aus hochwertigem Kugellagerstahl gefertigt und erzielt einen glatten Schnitt. Dank der abgefederten Schneidklinge ist kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig. Das kunststoffverstärkte Gehäuse ermöglicht ein bescheidenes Gewicht von 300 Gramm und einen ebenso bescheidenen Preis von 54 Euro. Auch das Unternehmen Milwaukee hat viel Erfahrung und wurde im Jahr 2016 zum größten Anbieter von Akku-Elektrowerkzeugen in Nordamerika. Der Experte demonstriert den Akkuhobel M12, der viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Wie gefallen euch die 21 Tiefeneinstellungen? Und der Spannauswurf nach links oder rechts? Das Gerät hat außerdem einen bürstenlosen Motor mit 14.500 Umdrehungen pro Minute und wiegt nur 1,4 Kilogramm. Damit wird längeres Arbeiten komfortabler. Und damit der Kunde keine Zeit mit der Reinigung verliert, gibt es einen universellen Adapter für Staubsauger. Dazu kommen eine 5-jährige Garantie und ein relativ bescheidener Preis von 190 Euro. Dieser Presslufthammer wurde für anspruchsvolle Aufgaben in der Schifffahrt sowie in der Öl- und Gasindustrie entwickelt. Er ermöglicht es beispielsweise, Rohre schnell von Zunder und Rost zu befreien und das ohne unnötiges Risiko, denn die Köpfe sind aus Beryllium-Bronze gefertigt und für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet. Das Gewicht des Werkzeugs variiert je nach Typ. So wiegen der SF1 und der SF3 2,5 bzw. 3,7 Kilogramm. Die Länge beträgt nur 45 cm, sodass man auch auf engstem Raum bequem arbeiten kann. Das Gerät ist so einfach, dass das Schulungsvideo nur 10 Minuten dauert. Das winzige Fürstentum Liechtenstein ist nicht nur bei Finanzdienstleistern, sondern auch bei Bauarbeitern bekannt. Im Jahr 1941 wurde dort das Unternehmen Hilti gegründet und stellt bis heute hochwertige Elektrowerkzeuge her. Unter anderem dieses Akkurührwerk mit leistungsstarken bürstenlosen Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und anderen Baustoffen. Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen und eine Leistung von 3600 Umdrehungen pro Minute. Geeignet sind Eimer mit Fassungsvermögen bis 40 Liter, schreibt der Hersteller. Das Doppelgriffdesign und 4,2 Kilogramm Gewicht sorgen für komfortables Arbeiten. Die Kosten betragen 370 Euro. Wie schneidet man Vinyl oder Laminat sauber zu? Im Internet gibt es viele Videos, die von Heimwerkern gedreht wurden. Doch manchmal ist das Material einfach zu dick. Um es vor Mängeln zu schützen und Zeit zu sparen, könnte man für 201 Euro einen Spezialschneider kaufen. Er schneidet Material mit einer Dicke von bis zu 14 und einer Breite von bis zu 370 mm ohne Strom, komplizierte Einstellungen, Staub und Lärm.
Das Geheimnis liegt im Zahnradgetriebe. Über den patentierten Rückstellmechanismus wird die Klinge nach dem Schnitt in die Ausgangsposition zurückgeführt. Winkel- und Längsschnitte, ein in 4 Stufen verstellbarer Schneidspalt und ein abnehmbarer Anschlag. Was braucht man mehr für echte Qualitätsarbeit? Ordentliche Tischlerarbeit beginnt mit präzisen Markierungen. Legt euren Bleistift weg und besorgt euch ein modernes Markierungswerkzeug mit Klingen aus 1095 Stahl, das auf dem Messermarkt sehr beliebt ist. Der Hersteller verspricht, dass alle Arbeiten, von der simplen Schwalbenschwanzmarkierung bis zur Nutvorbereitung, genau ausgeführt werden und dafür nur ein Schraubendreher erforderlich ist. Allerdings kostet das Werkzeug 218 Euro. Was meint ihr? Ist das ein fairer Preis oder gibt es eine günstigere Alternative? Wir mussten nicht lange nach Alternativen suchen. Dieses Markierungswerkzeug ist allerdings nicht aus hochwertigem Stahl, sondern es handelt sich um eine Kombination aus Tinte und Nylon- oder Baumwollfaden. Der Nylonfaden dehnt sich besser aus und der Baumwollfaden nimmt mehr Tinte auf. Der Preis beträgt 7,50 Euro bzw. 8,50 Euro und es gibt 2 Größen. Das Fassungsvermögen beträgt 13 Milliliter. Außerdem versprechen die Macher, dass die Tinte nicht auswaschbar ist, aber nicht rundherum abfärbt. Die Fäden sind 7 oder 15 Meter lang. Das Werkzeug wiegt in beiden Ausführungen nicht mehr als 120 Gramm. Viele Handwerker wie Küchenmonteure müssen regelmäßig mit einem Bohrer in den unvorstellbarsten Winkeln arbeiten. Um den Kampf mit Schrauben und anderen Befestigungselementen an schwer zugänglichen Stellen zu vereinfachen, hilft dieser Winkelaufsatz. Dank seines ergonomischen Designs lässt sich der 90-Grad-Winkelvorsatz leicht mit einer Hand festhalten, während man mit der anderen die Bohrmaschine steuert. Der mitgelieferte Vierkantbit hat eine magnetische Spitze, die in den Kopf einer Pocket-Hole-Schraube einrastet und nicht herausrutscht. Der Verkäufer versichert, dass diese Werkzeuge für 24 Euro helfen, die Lücke zwischen der Idee und dem Ergebnis zu schließen. Im Jahr 2019 wurden weltweit mehr als 4,1 Milliarden Internetnutzer gezählt. Stellt euch vor, wie viele verschiedene Kabel verlegt werden mussten, damit alle Nutzer lustige Videos auf YouTube anschauen können. Solche Werkzeuge sind für viele Installateure kein Luxus, sondern eine dringende Notwendigkeit. Der Autohammer hat ein integriertes Arbeitslicht, eine Kapazität von 500 Klammern pro Ladung und wird mit einer Ladezeit von nur 40 Minuten schnell zum neuen Lieblingswerkzeug des Elektrikers. Das Gerät wird mit 2 Batterien geliefert und verfügt über ein cleveres System, das die Arbeit erleichtert. Je stärker man es zusammendrückt, desto mehr Kraft übt es auf die Klammern aus. Ein Set mit Koffer, 2 Batterien und Ladegerät kostet 889 Euro. Das Einzige, was Sie brauchen, um Türscharniere zu montieren, sagt der Hersteller dieses Werkzeugs. Das Tool verhilft zu perfekten Nuten, wird ohne Nägel oder Schrauben an der Tür befestigt und stört das Fräswerkzeug nicht bei seiner Arbeit. Das Tool ist auch für runde und eckige Scharniere geeignet und beschleunigt die Arbeit erheblich. So hat ein Handwerker an einem einzigen Tag die Scharniere an 15 Türen angebracht und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Sache hat allerdings einen Haken. Das Werkzeug wird nicht mehr produziert. Alle, die Interesse haben, sollten also so schnell wie möglich 28 Euro auftreiben. Weiter geht es mit dem First Responder Jack. Er wurde von Feuerwehrleuten und für Feuerwehrleute entwickelt.
Er kommt aus den USA, wo die Behörden für die Bekämpfung der Waldbrände in Kalifornien 2017 und 2018 mehr als 1,4 Milliarden Euro ausgegeben haben. Für Menschen, die in Autos oder Gebäuden eingeschlossen sind, kommt es manchmal auf Sekunden an. Und die will dieses Rettungswerkzeug gewinnen helfen. Das Tool ist in den Größen 91, 122 und 152 cm erhältlich, hat eine um 360 Grad drehbare Plattform und ist für Lasten von rund 3 Tonnen ausgelegt. Unsere Heber sind so konzipiert, dass sie Ihnen in den schwierigsten Situationen helfen, behauptet der Hersteller. Der Preis beträgt 309 Euro. Eine weitere nützliche Entwicklung für Tischler sind solche Führungen. Der Hersteller bietet 8-Eck-Profile und verspricht, dass sich das Set sowohl für die Arbeit an einer Fräsmaschine als auch für manuelle Oberfräsen eignet. Alle Profile werden werkzeuglos befestigt und fixiert, sodass man einen Radius von 8, 13, 25, 38 und 50 mm erhält. Die Hauptmaterialien sind schlagfestes Polymer und Aluminium, sodass das Set Stärke und Leichtigkeit vereint. Sie werden jedes Mal hervorragende Ergebnisse erzielen, schreibt der Hersteller, und er verlangt dafür 38 Euro. Eine robuste Konstruktion aus Aluminiumlegierung, eine hochwertige Klinge, 15 Meter pro Minute Geschwindigkeit. Kaum zu glauben, dass es sich hier um eine Abisolierzange für 55 Euro handelt. Die Besitzer können sie an einen Bohrer anschließen und Drähte mit 25 mm Durchmesser abisolieren. Nach Angaben des Herstellers reicht ein solcher Durchmesser für Audiogeräte und die Luftfahrtindustrie aus. Das nützliche Gerät wiegt ungefähr 4 Kilogramm, sodass man es auch leicht mitnehmen kann. Du magst Filme, findest aber nicht immer ein paar freie Stunden? Dann abonniere Salziges Popcorn. Hier verraten wir dir die Plots der coolsten Filme, die du unbedingt sehen solltest. Neugierig? Dann freuen wir uns schon auf die nächste Session. Vergiss nicht, dein Popcorn mitzubringen. Viel Spaß beim Anschauen! Thank you.